Sie ist 19 Jahre alt, ist schon zweimal den Marathon gelaufen und strebt im Fußballgeschäft eine große Karriere an. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk die Schiedsrichterin Jacqueline Herrmann. Hallo Jacqueline, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ja, danke. Ja, Jacqueline, gestern bist du noch in Herford gewesen, musstest da pfeifen. Du bist als Schiedsrichterin schon ordentlich unterwegs. Genau. Wie sieht das aus? Welche Ligen darfst du mittlerweile pfeifen? Ja, also in Hamburg pfeife ich die zweithöchste Spielklasse, das ist dann die Herren-Landesliga. Und im Frauenbereich pfeife ich bis zur zweiten Frauen-Bundesliga und bin seit 2 Jahren auch dabei, in der ersten Saison an der Linie zu unterstützen. Ja, das ist schön. Wir hoffen, dass du da natürlich auch immer weiterkommst und da weiter Erfahrung sammelst. Wie sieht denn das aus? Wie kann man sich so eine Woche einer Schiedsrichterin, eine Trainingswoche dann vorstellen? Ja, also so eine Trainingswoche besteht natürlich aus mehreren Trainingseinheiten. Bei mir besteht es zu 2 Drittel aus Fußballspielen bei einer Mannschaft und aus 1 Drittel aus dem VSA-Training, also Verband-Schiedsrichter-Training, was Eugen Igel auch leitet. Jeden Donnerstag 1,5 Stunden, genau. Und dann geht es am Wochenende meistens zu den Spielen, entweder in Hamburg im Herrenbereich oder ansonsten im DFB. Ja, also wenn man das zusammenfasst, 3 Trainingseinheiten und bei Eugen wirst du sicherlich auch hart rangenommen, oh, damit ja. du ordentlich fit bist, damit du das Tempo auch mitgehen kannst. Du hast es eben schon gesagt, du bist in der Landesliga, leitest du die Partien und man weiß, dass es da ab und zu ein bisschen hitzig zugeht und der ein oder andere Spruch auch mal fällt. Wie geht man damit um als junge Schiedsrichterin? Ach, das Alter spielt da, glaube ich, keine Rolle. Ich glaube, man muss da einfach tough bleiben und irgendeinen coolen Gegenspruch bringen. Also es kommt natürlich immer darauf an, was die Spieler sagen. Manchmal reagiert man ein bisschen gereizt darauf, aber meistens versucht man das so mit der lockeren Schulter zu nehmen und einfach mal einen coolen Spruch gegenzusetzen. Ja, lockere Sprüche, das ist eine gute Methode, um dann Ruhe in das ganze Spiel zu bringen. Ist ganz interessant, du bist dieses Jahr als drittbester Schiedsrichter gewählt bei der HFV-Gala. Und was ist dein Traum? Wo will Jacqueline Herrmann in ein paar Jahren pfeifen? Also langfristig ist es auf jeden Fall mein Ziel, im Frauenbereich in der Frauen-Bundesliga zu pfeifen. Ich greife jetzt schon in der zweiten Liga an und habe auch schon die Möglichkeit, in der ersten Liga zu schnuppern. Und ich traue mir das, glaube ich, in ein paar Jahren auch wirklich zu. Und in Hamburg würde ich sehr gerne in der Oberliga pfeifen. Ja, wir sind gespannt, ob du dann in der Oberliga pfeifst und hoffen natürlich, dass wir dann dich bald als neues weibliches Gesicht da sehen. Ja, Jacqueline ist sehr ehrgeizig, das haben wir alle mitbekommen. Und das unterstützt auch die Tatsache, dass sie schon 2-mal den Marathon gelaufen ist. Jacqueline, eine interessante Geschichte. Wie kommt man als Schiedsrichterin und als sehr junge Frau dann auch dazu, einen Marathon zu laufen? Ja, also bei mir ist es so gewesen, dass ich in der Oberstufe Sport und Spanisch als Leistungskurse hatte und mein Sportlehrer ist ein etwas verrückter, durchgeknallter Typ gewesen. Der meinte dann irgendwann mal zu unseren Leistungskursschülern so, ihr habt die Möglichkeit, euer Abitur ein bisschen aufzubessern, 2 Punkte extra zu bekommen, wenn ihr einen Marathon lauft und diesen Marathon auch bis zum Ende durchhaltet. Im ersten Jahr konnte ich leider noch nicht mitlaufen, weil ich noch 17 war und man erst ab 18 mitlaufen darf. Aber sobald es möglich war, bin ich dann mitgelaufen und hatte auch wahnsinnig viel Spaß dabei. Ja, wahnsinnig, was die Schule dann doch mal für eine Wirkung hat, was man für Noten alles macht. Ne? Ja, Landesliga bei den Herren, ja, bei den Frauen in der zweiten Liga und zwischendurch einfach mal ein Marathon. Jacqueline Herrmann ist auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig unterwegs. Aber Jacqueline, wie verbindet man das eigentlich privat und beruflich? Was machst du genau beruflich? Also beruflich mache ich momentan eine Ausbildung bei der Hamburger Sparkasse zur Bankkauffrau. Und da arbeitet man ja in der Regel montags bis freitags. Das heißt, man meldet sich einfach für den Fußball frei innerhalb der Woche, sodass man sich da vollkommen darauf konzentrieren kann. Und am Wochenende leitet man dann einfach seine Spiele. Und unterstützt werde ich von meiner Familie, von meinem Vater, der selber Schiedsrichter ist, von meinem Freund, der selber Schiedsrichter ist. Die haben dann auch Verständnis dafür, dass man mein ganzes Wochenende nicht da ist. Ja, familiäre Unterstützung ist immer ganz wichtig, damit es dann auch im Sport und in der beruflichen Karriere läuft. Wir wissen, dass du bald deine Prüfung hast, deswegen wünschen wir dir auf diesem Weg dir natürlich alles Gute, ordentlich lernen. Ne? Nicht nur bei Eugen beim Training Gas geben, sondern auch zu Hause bei den Hausaufgaben und bei den Büchern. Ja, wir haben natürlich auch ein kleines Dankeschön wie immer für dich, für deinen Besuch und zwar einmal das Buch Liebe kennt keine Liga von Jan Pichowiak und Marc Fischer.
für einen fußballverrückten Schiedsrichter oder Schiedsrichterin natürlich auch ein paar interessante Geschichten. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für deinen Besuch und ja, pfeif sie ordentlich zusammen, vor allen Dingen lass sie von den Herren nichts gefallen. Okay. Danke. Danke. Ja, das war Jacqueline Herrmann, die Frau, die in der zweiten Liga pfeift und bei den Herren in der Landesliga unterwegs ist und die bald hofft, dass sie in der Oberliga eine neue Duftmarke setzen kann. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.